So, da sind wir auch schon wieder zurück im vorerst letzten Part der Hauptstory von Lego Star Wars The Complete Saga. Wir sind in Kapitel 6, in den Todesstern fliegen wir jetzt hinein. Es ist ein Fluglevel, Dirket Spezialität. Schon ausgerechnet das letzte Level. Tja, das ist dann hoffentlich nicht das letzte. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Kapitel 6, in den Todesstern. Mit der Hilfe der Ewoks ist es den Rebellen endlich gelungen, den Schildgenerator des Todessterns auf Endor zu zerstören. Siehst du, das war der Schildgenerator, wie ich es gesagt hatte. Im Himmel über ihnen steht die Rebellenflotte unter schwerem Beschuss durch imperiale Schiffe und den Todesstern selbst. Viele ihrer Schiffe wurden zerstört. Doch nun kann General Lando Calrissian den letzten Angriff auf die absolute Waffe des Imperiums beginnen und den rasenden Falken tief in sein finsteres Herz. Lerner, das war doch der, der uns verraten hat in der Wolkenstadt in Bespin. Boah, den kenn ich nicht. Der fliegt in seinem Flugzeugvideo möglicherweise. Siehst du? Da rechts ist er. Oh, ich yeah! Mein Lieblingstyp. Echt? Ich kenne ihn. General Akbar. It's a trap. Der Typ ist das. Eine Legende. Wie It's a trap? Kennst du nicht das Meme? Nee. Das ist das Bekannteste. Das ist so toll von Star Wars. It's a trap. Er schreit eher rum. Ja, schön, wie du dich da reinsteigerst. Das ist hammergeil. Ich liebe das einfach. Oh, es wackelt, mir wird schlecht. Die Wände kommen immer näher, so. Oh Gott, auch noch, aber wer bin ich denn überhaupt? Oh. Richtig, du bist sogar Lando, du hast es. Was, ich da? Ich spiele den Kerl? Jupp, du bist im Rasen gefallen, Lando. Nein! Doch, das ist nein! Womit habe ich das verdient? Nur weil du schwarz bist, nein. Ja doch, das würde sogar hinkommen. Ja, Lando ist schwarz. Da kommt wirklich recht. Meins. Wieso kriegst du das Teil? Ich wollte das Teil haben. Weil wir ja nicht in Mainz sind, sondern in München. Nein. Du steigerst dich da viel zu sehr rein. Wir müssen die Dinger oben kaputt schießen. Hui. Drehen. Nee, du bist schon wieder so effektiv hier. Immerhin sterbe ich nicht. Immerhin habe ich schon eins von diesen Sternen. Ja, ich sag, solange ich nicht sterbe, ist das gut. Ja. Wir brauchen wieder welche mit Torpedos hinten dran. Das ist das Problem, weil ohne Torpedos komme ich hier nicht weiter. Muss ich mich leider darauf hinweisen. Boah, ich habe gerade eiskalt irgend so einen Kerl zerstört. Eiskalt. Du hast einfach einen Klumpfiger ermordet. Habe ich irgendwann einen Eiswürfel aufgelöst. Eiswürfel geschluckt. Auf einmal. Am Stück. Irgendwer verfolgt. Nein, nicht. Da. Ah, so ein Teil Team-Bomber. Meins. So, was muss ich drücken? Du musst B drücken, wie immer. Ich sag schon B, obwohl ich einen anderen Controller habe. Ich hab irgendwas einfach nur gedrückt, das wird schon schief gehen. Da wird es dann irgendwie nicht mehr. Da, komm. Dankeschön. Das ist der Todesstern. Vielleicht sieht man da noch Darth Vaders persönlich. Da ist doch was Schönes. Nein! Komm doch hin. Was? Seh dich nicht. Ach, da ich versuche das Minikit zu bekommen. Und irgendwie viel mehr Glück als Verstand habe ich dann auch irgendwann bekommen. Du hast irgendwie mehr Glück mit diesen Papiers, habe ich so das Gefühl. Ich bin einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich sehe schon was hier. Da ist noch eins. Gib dort her, der Teil. Gib dort her. Müssen wir den Todesstern, müssen wir die anderen... Da ist noch einer, best. Sind wir noch mehr versenken oder waren das alle? Wait. Ja, du hast jetzt drei, glaube ich. Übertrieben mit meinen... Komm mal her, fliegen wir in die Richtung. Nein, wir müssen noch... Da ist noch einer, da, ich seh den da. Da kommen wir nicht. Ich seh da wieder, wo der hinfliegt, da. Ja, Chef, du sagst... Ja, da wollte ich hinfliegen, da wolltest du nicht hinfliegen, siehst du? Wie ist der nicht wieder? Ja, so, und dann noch irgendwas. Ich weiß es. Ja, guten Dinge so viel, oder was? Ah, jetzt ist auf einmal wieder einer da, wo vorher keiner war. Aber schießt du eins? Dann schieß ich gerne. Ich schieß mich jetzt. Okay, gut. Na gut, passt auch. Nicht getroffen, okay, dann schieße ich nochmal eins. Wie, das trifft auch nicht. Das hat natürlich den. Das Ding versenkt hier den Sternzerstörer. Das ist die Vergeltungswaffe, ne? Ja, schon praktisch, aber. Torpedo so 2 und dann können sie einen Sternzerstörer. Ah ja. Interessant. Da freuen sich die Mon Calamari. Mon Calamari, ne? Mon Calamarianer? Keine Ahnung. Also Mon Calamari heißt der Planet, wo sie herkommen. Alles Tintenfische. Ja, die schwimmen halt wirklich unter Wasser. Das ist ein Wasserplanet. Wenn du Clone Wars gesehen hättest, wüsstest du das. Also so wie, wie hieß der? Naboo? Nein. Ja, das ist aber auch Wasser. Nein. Der andere da, wo die Klonkrieger sind. Ach, Dings meinst du, Kamino. Ja!
richtig. Das Gute ist, jetzt können wir auch noch stehen bleiben. Ja. Auf dem Rückflug ist halt nicht so einfach. Jetzt voll ja nicht schon wieder hier. Was am meisten Spaß macht, verrätst du den Zuschauer. Was ist Spaß? Wo? Da, in der Einkaufs. 3,50 Mark. Muss ich wieder abschließen müssen. Sowieso. Nee, hab ich nicht abschließen müssen. Du drehst du die ganze Leben. Zeit. Ich hab doch volles Leben. Ja, weil du mich gerade eben abschießen müssen hast. Visier den anderen an, so. Was? Was passiert denn hier? Nix. Nix. Aber wir haben wieder einen Nix. Der Lego Star Wars ist immer eine prima Idee eigentlich. Wenn man sich nicht gegenseitig abschließt, das können wir schon mal machen. Da müssen wir wieder ein paar Torpedos holen, weil ohne Torpedos können wir hier ja nicht. Kommen wir nicht rein. Ihr kommt so. Ja, genau. Dann sagt der Todesstern, du kommst nicht rein. Au! Den kannst du auch nicht. Ich glaube, ich töte mich jetzt selber einfach mal. Der muss sich jetzt aber irgendwie umgeschlagen. Mich hat's erwischt. Alter, wieso? Der dreht von mir automatisch. Immer ja, wenn du dich drehst, drehe ich mich mit. Alles ein bisschen blödchen und so. So, und jetzt einfach geradeaus. Ja, geradeaus, geradeaus. Eins hab ich schon abgeschossen vorhin, da fehlen uns nur noch drei Dinger, steigen wir ein. Oder ist sicher schlimmer als diese Kommentatoren auf der Wiesn. Ja, das war ja mein Plan, steigen wir ein, nur noch drei Dinger. Was, bitte lass nur auf. Dann höre ich auch mit meinen Hui, Hui, Hui auf. Okay, die Maus gibt's ja eigentlich noch. Ich weiß nicht mal dumm. Was war das hier? Ah. Ich glaube, es war auch eher was für Mädchen, die Diddy Maus, oder? Nein, war voll maskulin. Für harte Jungs war das, ne? Das war das maskulinste überhaupt. Okay, nach mir war das maskulinste überhaupt. Ja, du warst viel eigentlich maskulin, oder? Damals. Wir reden doch wieder über die alten Zeiten. Ich mag die alten Zeiten. Machst du oder ich, oder? Wow, that escalated quickly. Hast du wieder Facebook-Party hier, oder was? Wieso kommen wir hier nicht durch? Stimmt sie nicht rein, weil das Ding nicht aufgeht, was normalerweise aufgehen soll. Will ich aber nochmal mit dem Ding nachschieben. Ah, wohl, gerade noch rein, da ist schon wieder Zugang und da ist der... Ach, das haben wir schon geschafft. Ja, siehst du? Ah, nee, aber jetzt müssen wir erst noch hier alles wirklich wieder zerstören. Ja, läuft draußen aus. Du musst immer alles Mögliche zerstören, das ist das Sinn von Lego Star Wars. Dabei möglichst viele Steine bekommen, beim alles Mögliche zerstören. Das ist der Sinn der Sache. Irgendwie Schildgeneratoren oder sowas in der Art. Wenn man beide aufs Gleiche geschossen hat. Ja, das ist wahrscheinlich. Und wir kriegen wir unsere neuen Kugeln hier, unsere neuen Freunde. Ich bin jetzt wieder T-Bomber, scheinbar. Wir müssen jetzt wieder Bomben stehen hier. Ist jetzt gerade kein Anschlag. Ich glaube, wir müssen wieder zurückfliegen. Nein. Nicht? Kann nicht. Doch, das ist aber leider so. Und deswegen treten wir wieder den Rückweg an. Aua. Das hat mich geblitzt, Dings. Nichts als Arbeit. Ah, da links hätten wir reinfliegen können, wenn wir einen Teil weiter hätten. Hammer, aber wenn wir das Spiel nachher dann zum zweiten Mal durchspielen. Ach, hier. Ich hab's zwar wirklich zweimal durchgespielt. Damals, als ich alles haben wollte, eine Bonuslevel und so weiter. Oh, jetzt komm. Da habe ich das Spiel zweimal durchgespielt, ja. Wir haben zusammen zweimal durchgespielt. Ich weiß nicht, ob du beim ersten oder beim zweiten Mal dabei warst. Du warst noch ein bisschen mal dazwischen dabei, oder? Ja, aber zum Schluss war ich dabei. Bei diesem Ding war ich dabei und beim freien Spiel haben wir auch... Ne, wir haben immer die Level direkt hintereinander in meinem freien Spiel gemacht. Boah, ey, komm, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, wir haben jetzt hier schon wieder... Da geht's lang. Ja, ich wurde mir irgendwie wieder zerstört. Wurde kaputt gemacht. Schießt du zuerst. Gib mir Mühe. Man merkt. Ich hab gedacht, ich bin du. Ich weiß, das wollen viele, aber... Hey, da ist ein roter Stein drin. Nein, der ist roter. Aber der kommt nicht rein. Doch, da kommt man rein. Hey, wir haben einen roten Stein. Wir kommen rein, denn wir haben einen roten Stein. Du gehst weg, du hast mich vorhin schon geblitzt, Dings, du Scheißteil. Aber jetzt haben wir einen Schickgeneral gewonnen, weil jetzt das Ding in der Mitte kaputt. Boah, ey, komm, schieß mal das Teil da ab, das nervt. Warte, aber erst muss ich meine Dinger wiederholen. Hey, das Teil in der Mitte muss man abschießen. Da, wo ich gerade reingeflogen bin. Okay, ich habe einen draufgesetzt. Bam, boom. Fickt schon aus? Ich
Ja, wo schon jetzt? Jetzt kommt der Trainer gleich mal den Rückweg an, den etwas energisch. Energisch. Das Gute ist, das steuert er von alleine, oder? Nee, bitte nicht. Hast du gut gemacht. Zurück in die Flamme fliegen ist eine prima Idee. Das war nicht meine Idee. Ich sehe irgendwie gar nichts mehr. Ich sehe nur noch viel Weiß. Einfach gerade ausfliegen und schießen. Eben mich jetzt erwischt. Und ich kann irgendwie wieder hier fliegen. Hast du nicht mehr alle. Ja, das ist... Ja, ach so, wenn du drauf gehst, dann bleib ich auch stehen. Ach gut. Gut zu wissen. Wie ist das halt? Wie ist das halt? Alter, jetzt wo fliegst du eigentlich lang? Ich flieg hinter dir. Was kannst du eigentlich? Ich weiß nicht, was hinten aus deinem Flugzeug rauskommt, aber das tötet mich. Ich schieß auch nach vorne. Ja, ich glaube, wenn die Rebellen so gekämpft hätten, da... Nee. Dann wäre das Imperium immer noch. Dann wäre der Todesstern fertig gebaut worden. Aber ich verstehe nicht, der Imperator ist schon tot, warum zerstören die den denn noch? Ach, irgendwie haben wir es jetzt doch geschafft. Ja, sie haben ja noch generell und sowas, die das Imperium wahrscheinlich weitergeführt hätten. Mutig mal. Wir machen das nicht geschafft. Ich glaube, du musst dich einfach nur mittig halten und Dauerschuss. Ich mach nichts an. Siehst du, schon wieder gestorben. Ich habe nichts anderes gemacht. Ja, wir sterben hier irgendwie beide regelmäßig. Das aber ist so eine Vorrichtung, um uns alle möglichen Münzen wegzunehmen, die wir je erbeutet hätten. Ja, ich glaube, weil wir zu nah am Feuer sind, deswegen ist es passiert uns die ganze Zeit. Also wir haben es einfach am Anfang verkackt, heißt, willst du damit sagen? Ja, aber wir sind zu spät. Wir haben irgendwo ein Minikit aufgesammelt. Nein. Wo? Keine Ahnung, beim Bild um uns ballern. Nee, das war, glaube ich, weil... Doch, wir haben es am Anfang verkackt und da hat uns das Feuer eingeholt und deswegen... Ich glaube, man kann nach vorne drücken, dann fliegt man viel schneller. Ah! Das fällt mir früh auf, das fällt mir auf. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Oder ich... Oh, ich könnte dich jetzt umbringen. Ich könnte jetzt sowas von umbringen. Ich glaube, ich habe unseren Fehler verstanden. Nein, dein Fehler. Ich bin unfehlbar. Ey, ich habe Minikit gefunden. Wie machst du das? Tja, das ist meine männliche Intuition. Geschafft! Und jetzt darauf trinken wir erstmal einen Schluck Wasser. Prost. Letzte Episode haben wir fertig gemacht. Spiel durchgespielt. Die Ewoks feiern mit uns. Das Ende dieses Let's Plays, obwohl es gibt. Ich dachte, das wollten so Gefangene sein. Ich dachte, die haben es irgendwie nicht kapiert. Und in Wirklichkeit. Blume kaufen? Wolle Rose kaufen. Das ist aber keine Rose. Doch, gelbe Rosen gibt es auch. Na gut, ist doch eine Rose. Wolle Rose kaufen? Ich habe die dicksten Rosen auf Endor. Wow. Die dicksten Rosen in der Hosen. Okay, wir haben es abgeschlossen. Das heißt, egal was jetzt passiert, wir haben es auf jeden Fall schon mal fertig. Unendliche Torpedos haben wir freigeschaltet. Einen roten Stein. Das hilft uns was. Das hilft uns jetzt vor allen Dingen was. Wie viele rote Steine haben wir? Drei? Wenn's hochkommt. Jetzt kann es hochkommen. Ein TIE Fighter haben wir wieder irgendeinen freigeschaltet. Vermute ich mal. Es ist mutet jedenfalls als TIE Fighter an. Und 61 von 160 haben wir bekommen. Gute Statistik. Ich würde sagen, wir haben so ziemlich versagt, oder? Also damals hat es irgendwie besser funktioniert. Ja, das ist... Wage ich zu behaupten. Ja, Darth Vader wird jetzt noch angezündet. Tschüss. So stinkt, wenn so Plastik brennt. Bisschen heiß, ne? Und da ist der gute Anakin wieder. Hi. Servus. Aber wenn die jetzt eins mit der Macht werden, bleiben die dann jetzt sozusagen als Geister auf der Erde erhalten oder fliegen die dann in den Jedi-Himmel oder? Wahrscheinlich können sie überall rumfliegen, wo sie wollen. Oder sie können sich den Menschen wieder zeigen. Sie werden ja eins mit der... Ach, ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich mal Jedi pedieren. Ja, aber praktisch ist ja dann gar nicht so schlimm, dass der eine Kerl da tot ist oder Obi-Wan oder so. Die können ja einfach praktisch immer wieder da bleiben. Ja, ist halt die Frage. Vielleicht können sie nur an bestimmten Punkten wieder da sein. So. Ich weiß es nicht. Vielleicht können das auch nur welche, die stark sind, die in denen die Macht stark ja, ist. Ja, eben, die eben eins mit der Macht geworden sind. Aber ich meine ja, aber die können ja praktisch immer da sein, also von daher. Ja, ich weiß es nicht. Das ist zu philosophisch. Jetzt haben wir es geschlafen. Jetzt können wir sie einmal durchlaufen lassen, oder? So wie bei Rayman. Developed by Traveler's Tales. John Burton. Game Programming. Und was ist jetzt eigentlich unser nächstes Projekt? Sag weiß ich noch mal. Nicht. Wir hatten Star Wars überlegt wieder. Star Wars, das Spiel zu Clone Wars, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, also zur Serie. Oder okay. Was gibt's noch zur Auswahl? Tryn machen wir jetzt lieber nicht. Tryn machen wir nicht, weil das immer abstürzt. Das können wir leider nicht machen. Hat so das mag uns nicht. Nee. Ich,
weiß nicht, was können wir sonst noch machen? Ihr könnt uns auch gerne Spiele vorschlagen, Koop-Spiele, wenn ihr wollt. Nein, wir wollen ja jetzt gleich weitermachen, oder? Gleich weitermachen. Ja, wir haben ja nicht, wir können hier noch zwei, hier gibt's noch zwei coole Bonus-Level, die wir auf jeden Fall noch machen hier in Lego Star Wars. Was? Also, wollen wir das? Ja, wollen wir das. Das sind wirklich coole Level. Also das sind nur zwei, die können wir noch machen. Die welche denn, dran. Was sind das für Level? Also einmal spielt man den jungen Anakin Skywalker, wie die... Oberschiff oder das Kommandoschiff der Handelsföderation zerstört im Episode 1. Wenn du dich noch, noch ein Fluglevel. Ja, ich weiß, dass die Begeisterung da bei dir enorm ist und in unermessliche Höhen steigt. Und ich weiß gar nicht, was das zweite Level ist. Das weiß ich echt nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ich überlegen. Mache ich gerade. Mir fällt es nicht ein. Nee, ich weiß echt nicht. Das ist zwar schade, aber keine Ahnung. Na, wir können ja nachgucken. Ja, wir können ja nicht noch. Wie lange ist der Point? Wir können ja locker nachschauen. Nein, überspringen wir jetzt, machen wir Schluss. Helio Trigori. Ja, schauen wir nochmal kurz die Bonuslevel, was das ist. Wow, nicht mal 50%. Ich bin ja, mit dem, begeistert. Mit dem Bonuslevel könnten wir ja 50% theoretisch. Schauen wir nochmal nach, vorsichtshalber. Gehen wir mal raus, müssen wir raus. Nein, ich will nicht der Luke sein. Kann ich bitte Vader sein? Bitte, 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 bitte. Wir müssen auf jeden Fall den Imperator kaufen. Jetzt kannst du Vader sein. Oh, danke. Den Imperator können wir uns wahrscheinlich kaufen. Da fehlt uns wahrscheinlich noch das... Danke. Da fehlt uns wahrscheinlich das Geld. Du musst schon wieder hier Krieg darauf beschwören. Krieg über die Welt. Ich warte es, ich bin unschuldig. Du bist geh doch hinten ran. Das machst du immer, das überlasse ich dir. R2, Q5, Yoda, Skywalker, Ben Kenobi als Geist. Hirlum, Dengar, was? Akbar. General Akbar. Der Imperator. Sag ich doch, der ist zu teuer. Wir brauchen Geld. Ja, wir brauchen immer Geld. Was hältst du davon? Wir machen die beiden Bonus-Level und wenn wir da nicht genügend Geld haben, dann machen wir das Ganze mit Cheat-Codes. Cheat-Codes? Ne, ich glaube, kann man sich Geld cheaten? Nein, ist das gar nicht. Es gibt Cheat-Codes für Dings, für Star Wars, ja, das ja, weiß aber ich. Das echt ja, ich meine einfach nur, damit ja, wir dann Spiel alles doch. Gemacht haben. So. Ja, alles gemacht haben, dann müssen wir das Spiel nochmal ja, durchmachen. Das ist, wollen wir, geh noch nicht rein, schauen wir mal. Das ist Podrin auf Mos Eisley, nee, das nee, Original. Auf Mod Espa. Mos Espa. Eisley Raumhaufen ist das. In dem verwechsel ich es aus Episode 4 immer. Was haben wir hier? Da brauchen wir 30 Steine. Da können wir zu Anakins Flug. Das ist der, den du meinst. Das ist das Bonuslevel, was ich meinte. Ah, okay, da braucht man immer eine bestimmte Anzahl nur. Das ist hier. Kanonenbrücke, okay, das ist das Originallevel dazu. Das ist welches Originallevel denn? Ja, aus den ersten drei Teilen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das so besonders anders war. Also, ich wüsste nicht, dass es sich so lohnend anders war, dass es sich lohnt, nochmal zu spielen. Eine neue Hoffnung, okay, ja. Das toll, ist sehr ausschlagkräftig. Ja, doch aussagekräftig, meinst du? Nein, schlagkräftig. Schlagkräftig, oh nee, das Level. Was ist das? Das ist, da musst du so Sachen bauen und auseinandernehmen. Das ist so behindert, weil das ist das einzige Level, wo ich nicht den gelben Stern hatte. Und deswegen habe ich nicht 100% in dem Spiel gehabt. Und nicht alle Erfolge. Es war nur diese eine Scheiße. Ich hab mich so aufgeregt. Immerhin, wir haben 50 Golde-Dinger gebraucht, dann, damit wir die alle Bonuslevel frei halt schalten haben. Das ist neue Stadt, ne, das ist wieder Lego Stadt. Das bringt nichts. Na gut, also es dann gibt irgendwie 6 Bonuslevel. Ja, aber wirklich cool ist es eigentlich nur Anakins Flug, aber das machen wir nicht mehr heute. Sondern beim nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bewerten nicht vergessen. Tschüss. Servus.